Hallihallo und willkommen zur 49. Folge des FIFA 13 Karrieremodus mit den Tottenham Hotspurs. Und ja, letztes Mal durften wir ja einiges verdauen mit dem ganz, ganz großen Rückschlägen. Alles in einer Folge. Wir sind nicht im Champions League Finale. Wir schaffen es nicht mehr auf 100 Punkte diese Saison. Und mit diesen Sachen müssen wir halt leider leben zurzeit. Da gibt's nichts, was wir leider Gottes gegen tun können mehr. Hier einmal der Squad Report relativ schnell durchgegangen. Wie ihr kennt es ja, wenn ihr irgendwas ansehen wollt, ganz speziell einfach mal kurz Stopp drücken bei dem gewissen Spieler. Aber so viel hat sich leider ja auch nicht getan, insgesamt gesehen. Von daher dachte ich mir einfach nur, ich mache mal wieder ein Update. Denn in früheren Zeiten habe ich den viel zu selten gezeigt. Und ich denke mal, lieber zu oft als zu wenig. Der Squad Report ist dann auch lustiger und vielleicht auch interessanter. Das gibt keinen Sinn, aber gut. Ja, erstes Spiel dieser Folge ist gegen die werten Herren Evertoner. Also die werten Herren aus Everton. Und wir, also gegen Everton, so jetzt haben wir es, wir wollen eigentlich nur eins und das ist Rache. Ihr seht schon, ich habe die zweite Mannschaft spielen lassen, nicht wirklich aus Fitnessgründen diesmal, sondern einfach, weil ich wirklich sauer war auf meine erste Mannschaft, wie scheiße sie gegen die Bayern gespielt haben. Und deshalb habe ich schon wirklich ein bisschen aus Frust die zweite Mannschaft spielen lassen oder ein bisschen aus Wut. Und ich wollte Everton einfach nur zerstören, nichts anderes, mir war total egal. Alles war mir egal, ich wollte sie einfach nur zweistellig abschießen, wenn es möglich war. Und es ging auch sehr, sehr gut los, 2:0 nach weniger als einer halben Stunde. Aber es sollte doch so kein Einzelgänger werden oder kein einfaches Teil, denn Everton kam wieder zurück, 2:1 Anschlusstreffer plötzlich und wir mussten wieder ein bisschen um den Sieg bangen. Und plötzlich ging auch vorne nichts mehr rein, was vorne... Plötzlich gingen die Dinger vorne nicht mehr rein und wir mussten ein bisschen zittern, dass dann auch überhaupt wir den Sieg nach Hause fahren. Denn Everton kam die ganze Zeit mit Kontern gefährlich, mir sehr, sehr viel zu nah. Das war mir schon ein bisschen zu sehr gefährlich. Auch wenn wir deutlich Pech hatten mit unseren Chancen. Chancen plus, davon ist schon gar nicht mehr zu reden. Es war ein Chancen über was auch immer, da fällt mir jetzt gar kein Wort für ein. Im Übermaßen hatten wir einen Chancenplus, was weiß ich. Muriel trifft hier eben nochmal den Pfosten, dann der eingewechselte Castaños, den wir wieder hatten, haben nach einer Leihe, also der war ja ausgeliehen an Crystal Palace oder so, trifft nur den Pfosten. Und stattdessen kurz vor Schluss Everton mit diesem Angriff. Ball kommt zum Glück ein kleines Stück zu weit raus. Miralas auch mit der Flanke und die Kopfballchance geht zum Glück ganz knapp vorbei. Also gewinnen wir nicht wirklich zerstörerische 2:1 mit nicht zerstörerischen 2:1. Aber Sieg ist erstmal Sieg und mir persönlich ziemlich wichtig, nach 3 Niederlagen in Folge sich zumindest mal mit einem Sieg zurückzumelden. Es hätte bestimmt ein besseres Ergebnis werden können, aber gut. Auch Fredericks kommt zurück von seiner Leihe aus Shrewsbury und wir sind offiziell Barclays Premier League Sieger in diesem Jahr. Hey, whoop, whoop, whoop. Ja, so war bestimmt die Meisterfeier auch insgesamt dann mit solch ausgelassener Stimmung, wie ich sie hier gerade gezeigt habe. Auf jeden Fall haben wir immerhin das erste große Ziel erreicht, das ist die Premier League zu gewinnen. Das war natürlich unser Ziel. In der ersten Saison sind wir kläglich daran gescheitert, aber war ja eigentlich auch nicht mein gesetztes Ziel im Gegensatz zu dieser Saison, wo es einfach sein musste, dass wir ihn holen, den Titel. Und wir haben es geschafft und damit Ziel erstmal erreicht. Das nächste große Ziel ist jetzt die Champions League, werden sie dieses Jahr wahrscheinlich schon holen können, aber die werten Herren München haben uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, während Partu hier fast zu einem traumhaften Doppelpack ansetzt. Gut, das erste war kein Traumtor, aber das zweite wäre fast eins gewesen, also das fast zweite Tor, der wunderbare Volleyschuss an den Pfosten und auch der Nachschuss nur im letzten Moment geblockt, der wäre reingegangen wohl. Und danach nochmal Chance Pato, wieder knapp vorbei und danach Walker auf Isco, 2:0, so kann's gehen. Ja, also Champions League ist unser nächstes großes Ziel, was wir im nächsten Jahr anstreben werden. Denn, ja, nachdem wir jetzt schon alles geholt haben, ansonsten, FA Cup stehen wir auch im Finale, haben wir letztes Jahr aber, glaube ich, ja auch gewonnen. Bale übrigens mit dem 3:0, das sah schon mehr nach Zerstörung aus gegen einen guten Gegner wie Chelsea, hat das auch wirklich gut getan dann quasi. Also, wo war ich stehen geblieben? Genau, wir haben die beiden Pokale, glaube ich,
schon gewonnen, wir haben jetzt die Premier League gewonnen und die Euro League haben wir auch gewonnen und damit steht jetzt halt nur noch die Champions League auf der Agenda und ja, das wollen wir nächstes Jahr auf jeden Fall mehr als anstreben. Während wir hier weiter probieren, Chelsea in Grund und Boden zu schießen, Chance über Chancen war da, vor allem Pato sehr, sehr agil in diesem Spiel, noch die Latte, die Chelsea verhilft, hier diesmal nicht demontiert zu werden. Und so bleibt's am Ende bei einem mehr als gerechten 3:0. Chelsea quasi ohne jegliche Großchance in dieser Partie. Und so gewinnen wir am Ende sehr verdient. Es geht in die letzte Partie dieser Episode und wir kommen gegen Swansea City. Und wir haben ja sogar zwei Swansea, die nicht beide von Anfang an spielen. Einer von beiden spielt und das ist Luke Shaw, unser Linksverteidiger von Swansea. Und dann haben wir natürlich noch Majuka, der aber diesmal nur auf der Bank saß. Muriel war gestartet oder ist gestartet. Und Southampton mit dem deutlich besseren Gewinn direkt mal am Pfosten. Und ich hatte wirklich Probleme mit der Southampton-Abwehr oder generell mit dem ganzen Southampton-Spiel diesmal. Konnte mir nicht wirklich viele Chancen herausspielen. Und stattdessen Southampton wirklich immer gefährlich in der Anfangsphase. Zweite Chance, Davis. Und jetzt aufgepasst, der Ball kommt nie mit. Und Lallana nimmt das Ding direkt. Volley, super Tor. 24. Minute. Da kann man nicht viel gegen machen. Sehr, sehr schön gemacht und natürlich etwas bitter für uns, denn ich war immer noch relativ wütend, dass wir die drei gegen nicht im Champions League Finale standen und wollte den dritten Sieg in Folge einfahren. Darüber ging erstmal nichts. Das war oberste Priorität, dass das gelingt. Varane hier mal mit dem Versuch, aber da fehlt doch ein gutes Stückchen, um den werten Herrn Keeper im Tor zu überwinden. Muriel dann aber mit diesem sensationell guten Antritt, das ist wirklich seine Stärke, dieser sehr, sehr starke Antritt. Und er verwandelt den Ball dann doch endlich zum 1:1 und ist der Knoten einmal geplatzt. Ja, ihr kennt es ja, nicht Lewandowski, Livermore auf Holtby, Rechtsschuss, 2:1, Partie gedreht nach 40 Minuten. So kann es gerne weitergehen. Allerdings nicht so, wie es dann weiterging. 42. Minute, Southampton, null geschockt, nächste Chance und der Kopfball geht nur ganz knapp vorbei. Da wäre Neuer wohl ohne Chance gewesen. Und es war auch irgendwie so, dass Southampton besser im Spiel war. Wir hatten zwar weiter Chancen und dann macht Jesse Rodriguez tatsächlich auch das 3:1, aber Southampton war ein mehr als ebenbürtiger Gegner, womit ich eigentlich nicht gerechnet hatte. Sie waren wirklich stark in dieser Partie. Nächste Situation, Sharp geht alleine aufs Tor zu gegen Neuer und macht er den, wird es wahrscheinlich nochmals richtig spannend. So wird es eigentlich nicht mehr richtig spannend, denn heute wieder nochmal auf Muriel und der hat das Tempo, um hier durch zwei Verteidiger durchzugehen, aber dann vielleicht so eigensinnig und dann nochmal eine Serie. Zwei klasse Paraden des Keepers, die den vierten Treffer verhindern. 93. Minute, letzte Aktion der Partie. De Ridder nochmal auf Außen mit dem Schussversuch, wird im letzten Moment nicht geblockt. Nein, das war es noch nicht, aber der Abstoß wird noch ausgeführt und eine Chance wird es noch geben in der Partie und zwar für, ja, Southampton. Sie haben die letzte Aktion dieser Partie. Über Cork gelangt der Ball noch einmal nach außen auf Lallana, der ein gutes Spiel gemacht hat. Der geht hier an meiner Abwehr vorbei, lässt zwei Leute stehen, sehe ich wieder nicht gut aus in der Abwehr, aber setzt sich dann gut durch und trifft am kurzen Pfosten nur den Pfosten. Hey! Ja, 3:1, drei Siege in Folge. Ne, 2:1 war es am Ende. 3:1? 3:1. Und damit haben wir uns wenigstens immerhin ein bisschen wieder auf die Erfolgsspur zurückgebracht. Aber dann der Schock zum Schluss. 3 Wochen Ausfall für Bale, das heißt, er fehlt im FA Cup Finale. Das sind doch nicht so gute Nachrichten am Ende. Naja, wenn es euch trotzdem gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. Seid gespannt, was nächste Episode passiert. Episode 50. Also, bis dann, Leute. Bewerten nicht vergessen und tschüss.